beginnt. Hier sind wir wieder mit einer neuen Folge Skyrim. Oder eine Episode. Na, wer weiß, was das diesmal wird. Irgendwie muss ich mit Doro doch mal sehen, dass wir auf den grünen Zweig kommen. Immer dieses Runkelsterbe geht mir langsam wirklich auf die Nerven. So kann man niemals irgendwie einen Spielfortschritt zu erlangen. Okay, wir sind jetzt Level 3 technisch. Doll ist es sowieso nicht, was wir bisher erreicht haben. Ich würde gerne Alchemie betreiben. Wo kann ich Alchemie betreiben, bitte? Ja. Hallcraft. Ich versuche dorthin zu laufen. Oder? Das gehst du vielleicht noch näher. Oder? Ach, wir gehen nach Riverum. Riverum war eine tolle Stadt. Da hatten wir Shoppingmöglichkeiten, sind nicht so oft gestorben. Oder Riverum. Wie man das auch aussprechen mag, wir gehen da jetzt hin. Wir rennen noch ein bisschen. Wie ist eigentlich unser Status? Ein bisschen hungrig und ein bisschen, naja, erschöpft. Oh shit. Sind die Konflikte drin? Ich habe kein gutes Gefühl im Rücken. Ich glaube, wir sind entkommen. Oh, ein Hase. Hasen schaffe ich, wenn ich schnell genug bin. Mensch, ich bin aber ein ganz schöner Sprinter geworden, muss ich sagen. Ach, der Hase aber auch. Hat der kein Stamina? Verdammt. Oh oh. Und ich habe mein Stamina verbraten. Nicht gut. Na. Ha! Mitnehmen? Nee, doch. Oh oh. Wolf-Action. Menschen-Action. Na los. Killt noch einen Wolf, Jungs. Mach was. Oder steht in der Gegend rum? Ist das vielleicht ein Kaufmann? Wow! Wow! Flying Wolves! Oh oh! Nicht auf mich, Jungs! Bekämpft den Riesen! Oh, der klatscht hier aber ganz schön an die Wand. Na, ein Schlag, ein Wolf! Sehr effektiver Riese. Diese kann ich doch mittragen. Zwei Wölfe gehen bestimmt noch. Und ein paar Blumen. Ja, ich muss eine vernünftige Strategie fahren hier, damit ich irgendwie vorwärts komme. Und einfach ein bisschen was einsammeln. Das ist doch erstmal nicht schlecht. Oh ja, die werden mich hier kalt gemacht, diese Wölfe. Gut, dass wir, uns diesen Kampf nicht angetan haben. Wir werden nun wieder jämmerlich zugrunde gegangen bei diesen kranken Wölfen. Boah, noch mehr. Lässt mich in Ruhe. Wow, leck, 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 leck. Wollt ihr nicht mal gegen die Wölfe kämpfen, Jungs? Hey, Jungs. Das gefällt mir nicht. Und wie soll ich hier durchkommen, wenn ihr die Wölfe nicht platt macht? Komme ich hier rüber? Hinten umgehen? Na, das sieht nicht so super aus. Wir versuchen es trotzdem noch ein bisschen. Manchmal geht's echt. Jo, da komm schon. Cliffhanger. Oh, ein Wildschwein steht da auch noch rum. Das nervt ja langsam. Mensch, wie sieht's mit dem Bogen aus? Und eine Spinne auch noch, wir haben immer noch keine Pfeile wieder. Aber jetzt kommt mal langsam ein bisschen Geschehen rein da unten. Krasse Spinne, das Schwein mischt sich ein, mal sehen, wer alles krepiert. Jetzt wäre es nicht schlecht, wenn ich Bogen mit Zoom hätte. Dann könnte ich wenigstens richtig zugucken. Also der Typ wurde schon mal vergiftet. Wette, der erste von denen ist tot.
Mensch, das ist aber ein ausdauernder Kampf. Da hinten krabbelt noch irgendwas rum. Noch eine Spinne oder sowas. Oh, das Schwein hat gewonnen. Da steht ein Pferd. Ein herrenloses Pferd. Ha! Das ist doch mal was für mich. Los, los, los. Wir sind schneller als das Schwein. Ha! Tschüss, Jungs. Jetzt bin ich aber zufrieden mit mir. Ein Pferd. Es war leider gestohlen, das wird mir nicht lange erhalten bleiben. Ah ja, ein bisschen Hunger habe ich auch. Kann ich nicht auch ein Pferd auch irgendwas nehmen? Hier ist doch eine gute Stelle. So, was habe ich denn? Brot, na klar, Brot ist gut. Na. Nein, nein. Das ist doch keine Käfer. Oh, ich habe nicht mehr allzu viel Wasser. Ach doch, das reicht noch. Noch ein bisschen, na klar. Na, noch mehr? Nee, das war's schon wieder. War ich schon satt? Jo, jetzt bin ich satt. Suppi. Na du Wort? Sag mal, eigentlich vom Pferd aus kämpfen macht doch Spaß, oder? Haben wir ihn? Juhu! Pferd ist was Tolles. Zu schade, dass ich nicht absteigen kann und den Wolf einsammeln. Na, ah. Ah, sehr schön. Habe ich noch einen getötet? Das sieht doch gar nicht so übel aus. Ach, ich wünsche, ich könnte absteigen. Aber dann erkennen die, dass ich ein geklautes Pferd habe. Ich weiß zwar nicht, wieso die das erst erkennen, wenn ich absteige und wieder aufsteigen will. Aber wir müssen uns eben an die Regeln halten. Noch mehr Viehzeug? Ach, ich bin jetzt gerade in Jagdlaune. Endlich mal Erfolge. Na klar. Ich hätte das Ding auch früher zücken können. Mensch, das haut richtig rein, das Ding. Noch mit Pferdepower. Das kommt schon. Ha! Endlich mal Jagderfolge. Bin ich ja weit genug weg? Ich versuch's mal mit dem Absteigen. Vielleicht kann ich den Elch noch ins Pferd stopfen oder so. Na, das haut sofort ab. Kann ich den Elch mitnehmen? Ja, und aufs Pferd. Und keiner hat's gesehen. Super. Naja, ich habe ganz schön große Taschen, oder? Es wäre natürlich jetzt super, wenn der Elch hinten auf dem Sattel liegen würde, aber... gut oder nicht. Ein Pferd könnte ich mir auch mal kaufen. Pferd ist eigentlich geil. Also macht richtig Spaß. Durch Skyrim reiten. Auf seinem dicken Kaltblut. Ja, los, wir gehen wieder nach Witherum. Aber ich weiß gar nicht, ob ich die Viecher wirklich alle ausnehmen will. Habe ich ganz schön Ballast reingeschleppt. Ups, falsche Taste. So, das lief doch hervorragend. Danke, mein Pferdchen. Ho, ich bin überladen. Wie kommt das nur? Ich kann ja gleich mal gucken, was so ein Elch wiegt. Ach, ich kümmere mich gleich hier vorne um den Elch. Werde ich ihn gleich ausnehmen. Na, kommt schon. Ach, diese Ladezeiten, ich brauche wirklich eine andere Karte. Also so einen Speicher. Ach, naja. Nein, ich werde das nicht raus editieren, ich bin viel zu faul. Und wieso habe ich nicht mal irgendein Deko-Element in meinem Ladebildschirm? Nur Rauch. Ah. Naomi? Ja, ist mir schon klar, dass ich zu viel Müll mit mir rumschleppe. Na Leute, wie geht's euch heute? Alles klar hier? Gut. Ich lege euch erstmal ein Elch vor die Tür.
Dann muss ich den nämlich nicht mehr rumschleppen. 300, ja. Da muss man schon ganz schöner Held sein, um sowas tragen zu können. Da ist er, der Schöne. Erschlagen vom Pferde aus. Ach, den hättest du auch gern geritten. Ich kümmere mich gleich um dich, mein Freund. Jo, machen wir denn das hier wieder. Ups, falsche Taste. Ja, weg damit. So. Ja, Seatress. Fertig machen zum Ausnehmen. Hier wäre natürlich geil, wenn es noch eine optische Erinnerung gäbe. Aber der diesen Mod gemacht hat, der ist wirklich geil. Der kann das richtig gut mit den Skripten und so. Aber Objekte gehören nicht zu seinen Favorites. Na also. Nee. Tschüss. So dann. Ich wollte mal ein bisschen Alchemie betreiben. Na, dann wollen wir mal. Die Tür ist offen, wir dürfen rein. Sehr schön. So fühle ich mich doch gleich viel wohler. Ich wollte gucken, wie ich so eine Slow-Tränke mache. In einem Video habe ich die ja schon mal gemacht, aber ich weiß die Zutaten nicht mehr wirklich. Aber egal. Ich probiere jetzt hier erstmal alles, was ich noch nie probiert habe. So ein bisschen durchkosten. Naja. Weil so sehe ich erstmal wenigstens eine Eigenschaft von dem Zeug. Und das finde ich ist schon mal ein guter Anfang. Einfach überall mal ordentlich dran lecken. Das war's schon. Na gut. So wie es aussieht, überlebe ich mein Experiment. Und kann mich in die Alchemie begeben. So, der Slow-Trank, der war so genial, der hat uns wirklich so geholfen. Holz, Klauen und Salz. Okay, Wolfsklauen und Salz. Ich hätte gerne. Was hast du zu verkaufen? Kann ich lieber Kohle? Nein, habe ich nicht. Nee, nur sie hat Gold. Kann ich dir irgendwas verkaufen? Tierfett? Zahlst du nichts für? Also viel habe ich jetzt nicht im Angebot, würde ich mal sagen. Tja, was mache ich mit dem, meine Gute? Da hätte ich ein bisschen. Aber eigentlich würde ich ja gucken, ob sie ein bisschen Salz hat. Salz? Nein. Na gut, den kann ich kaufen. Was war das andere? Achso, Wolfsklauen. Wolfsklauen habe ich noch ein paar. Jo, mache ich. Aber erstmal hole ich mir noch ein paar Wolfsklauen. Zack, zack. So, ich habe doch zufällig zwei Wölfe in der Tasche. Ja, ich weiß, wer hätte das gedacht. Wolfsklauen. Hallo, Wolfsklauen. Ja, Wolfsklaus. Ja, du brauchst jetzt nicht schlafen. Wir holen uns noch den Fell und dann das kann er übel. Ein richtiger Wolfspilz. Fantastisch. Wir machen wirklich Fortschritte. Ah, es gibt keine Probleme. Alles super hier. Na, Wolfsklauen. Zwei Wolfsklauen. Na, also. Schade. Und hier hole ich mir auch das Fleisch. Den mache ich vollständig. Ach, Ruhe. Nerv mich. So, jetzt sollte ich doch ein paar Slow-Tränke machen können. Naja, immerhin. Das ist aber auch kräftig. 21 Sekunden, 50% Speed. Das wird nicht schlecht. Slow Time? Snowberries? Und was noch? Ich versuche das mal herauszufinden, ob ich noch irgendwo was damit finde.
No time. Ich hau da einfach mal eine mit rein. Interesting mixture. Nein. Keep experimenting. Schade. You'll improve with practice. Na gut, dann können die Schwäbern erstmal raus. Und ich kann hier noch gucken, ob ich da noch eine Zusatzeigenschaft finde. Na, das ist gut. Hab ich nur eins von. Zack. Nein. Roten ist to Magic. Und der ist teuer. Ich glaube, ich verdiene jetzt auch Geld. Nee, mach ich nicht. Weakness to Poxen. Hm, das ist auch nicht schlecht. You'll find tonics, salves, poultices and potions. Oh, das war's schon. Schade. Na gut. Dann hatte ich jetzt hier meine Slow-Suche. Ach, da geht dann noch der letzte. Naja. Da hau ich noch was mit rein. Hm, ich kann ihn schicken. Schade. So, Slow Time. Schmiedinger. Ja, womit muss ich dich kombinieren? Das war's nicht. Hier wäre. Da bist du. Ne. Das ist es nicht. Nicht, was ich suche. Aber wir können ja noch ein bisschen weiter probieren. Nein. 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 Nein, ich probiere noch nicht. Ich probiere noch ein bisschen. Ja, schön und gut. Ja, ich weiß, ich kann viel zu lange damit verbringen, Tränke zu machen. Es ist eine Farce, sich das anzusehen. Ich bin ein Alchemie-Fetischist, muss es zugeben. Lingering Damage, Magicka, schade. Warum Magicka? Warum nicht was anderes, was cooleres? Aber davon mache ich das ein bisschen teuer. Ich mache Kohle hier. So, die Armut ist jetzt langsam mal vorbei. Hoho, Level. Ich habe das ja wirklich schon verdammt hochgestellt. Also, den Multiplier für Alchemie, ansonsten wäre das schon viel schlimmer hier mit den Leveln. Aber es wird doch noch schnell dann schwerer. Wow, seht euch das an. Und wie viel Kohle, ich kann die gar nicht mehr verkaufen. Eigentlich viel zu teuer, diese Dinger. Aber das Spiel ist ja auch wirklich schwer, wie oft die schon gestorben sind. Ich glaube, ich kann jetzt mal Geld und eine ordentliche Ausrüstung wirklich gebrauchen. Ich brauche nämlich mal einen richtigen Push. So, und was ich noch nicht gemacht habe, ist hier Health-Zeug. Muss mal gucken. Restore Health. Na klar, sowas brauche ich doch. Health is increased by 25%. Na klar. Den machen wir doch. Blue Mountain Flower. Und dann gucke ich, was ich hier noch zumischen kann. Versuchen wir einfach mal unser Glück. Passen? Ja, die passen rein. Gut. Oh, nicht so gut. Ne, hör auf damit. Den noch. Oh. Und das gute alte Wurstauge. Ha, das ist voll geil. Nein, nichts mehr. Gar nicht, behalte ich noch ein bisschen. Ansonsten gucke ich mal, was hier noch rauskommt. Wow, Concentrated Poison. Das klingt mal gar nicht schlecht. Vielleicht gibt es da noch einen negativen Zusatzeffekt. Poison Damage auch noch. Ach, naja.
Hier machen wir mal die 3 von. So, jetzt haben wir aber ordentliche Gifte auch mal eingeworfen hier. Damage Health. Das wird eine Waffe. Davon machen wir noch die, die wir machen können. Wir müssen wirklich stärker werden in dem Spiel. Und Alchemie ist durchaus ein gangbarer Weg dafür. Aha, da ist er denn. Wichtig. Ach, auf dem Nutzen unser Müll hier. Einfach was zusammenrühren. Der passt nicht rein. Drachenzunge? Passt auch nicht. Ach, alles nur noch einmal, Scheiß. Muss ich immer alles neu klickern. So, hau rein. Oh. Na, das ist auch nicht schlecht. So ist das meiste verkaufe ich einfach, weil es einfach im Spiel dann total doof ist, wenn du in so einem Berg von Tränken nach einem brauchbaren Trank suchst. Und auch wenn die Tränke nicht mehr instantan wirken, mit so einem Arsenal an Supertränken, da hält einen nicht viel auf. Oh. Okay. Nur noch Garlic Combinations? Yep, nur noch Garlic. Gut, dann reicht das erstmal. Mal gucken, ob die noch nicht mehr Geschäfte macht, nachdem ich jetzt, naja, ziemlich lange hier rumgebaut habe. Na, zeig mal. So, Mädel. Jetzt können wir nämlich auf einer vernünftigen Ebene kommunizieren. Ich habe nämlich Zeug mit Value. Jo, die sind zwar ganz fett, aber davon verkaufe ich auf jeden Fall die. Ist mir egal, weg damit. Potion of Resist Poison. Vielleicht nehmen wir die auch. Aber hier, den ganzen verdammten Berg. Kann ich nicht. Okay. So viel geht aber. Zack. Gut. So, Arcania, was hast du mir zu verkaufen? Ach, einmal Tränke mag ich nicht. Poison of Health. Potion of Health. Na klar, nehmen wir beide. Das ist ja nicht schlecht. Oh, ich hab nicht viel Kohle. Muss erst was verkaufen. Und das heißt, damit behalte ich mal. Damage Magica. Ach, ich kann nicht. Geht das Zwischen jetzt noch? Nein, die Slow auf jeden Fall nicht. Was ist denn das hier? Frost on Fire. Ah, der passt nicht so wirklich. Der kann weg. Zack, zack. Wo ist denn? Damage-Rettung. Weg. Nee, die nicht. Kein Fall. Na. Ah, genau. So. Und die junge Dame ist pleite. Und ich mache jetzt endlich mal ein Level ab. Und wir gehen natürlich auch. Elf. Ich sterbe so. Darf ich nochmal? Na dann. Ramana oder Magicka? Magicka. Sie hat sich der magischen Führung eben hingegeben. Und dementsprechend entwickelt sie sich. So, meine Freunde der Sonne. Ich glaube, ich suche mir ein Nachtlager. So, ich habe hier überhaupt keine Uhr aufgestellt, aber ich denke mal, ich werde hier wahrscheinlich durchaus dann einen Schnitt machen. Also sage ich jetzt Tschüss. Und hallo, hallo in der nächsten Folge.